Herzlich willkommen zu Quellwerk. Heute möchte ich dich einladen, was zu entdecken, was dein Leben wirklich stark machen kann. Erwarte Gottes plötzlich. Wenn du schon lange an irgendeiner Krankheit, an irgendeinem Problem herumlavierst und du hast noch keine Lösung gefunden, dann gibt es ganz oft bei uns so einen Gedanken, der uns sagt, naja, vielleicht muss ich darauf länger warten. Oder vielleicht hat Gott sich dieses Problems noch nicht angenommen. Oder vielleicht ist er gar nicht bereit, mir hier zu helfen. Alles Gedanken, die, glaube ich, schwierig sind. Ich möchte dich einladen, an einem Beispiel zu sehen, was tatsächlich für uns möglich ist. Und wir gehen zu Matthäus ins 8. Kapitel, die Verse 5 bis 13. Dort gibt es einen römischen Hauptmann, der ein richtiges Problem hat. Einer seiner Untergebenen ist todkrank und ihm sind alle menschlichen Mittel schon durch die Hände geronnen wie der Sand und nichts hat geholfen. Und jetzt kommt er auf den Gedanken, es gibt doch jemanden, von dem habe ich gehört, der kann Wunder tun und ich brauche ganz dringend ein Wunder. Und so wendet er sich an Jesus. Und das ist großartig. Damit hast du den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Jesus ist der Löser und die Lösung. Dieser römische Hauptmann hatte wahrscheinlich keine Ahnung von hebräischem Background. Er kannte die alten Verheißungen nicht, wo es heißt, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Oder im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und machte sie gesund und erlöste sie aus ihrer Not. Aber eine Sache hatte er verstanden. Er hatte verstanden, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist Gottes Offenbarung, Jesus ist Gottes Lösung für diese Welt. Und so geht er hin und er bittet ihn. Und Leute, jetzt kommt Punkt Nummer zwei, der großartig ist. Jesus sagt seine Hilfe zu. Jawohl, ich werde kommen und den Knecht heilen. Und jetzt kommt für mich der ganz spannende Knackpunkt in dieser Geschichte. Dieser römische Hauptmann sagt, das dauert zu lange. Nein, in Wirklichkeit, Jesus, du musst gar nicht bei mir vorbeikommen. Zumal du als Jude bei mir, als Heiden und so, das ist ja rein kultisch schon irgendwie schwierig. Jesus, lass uns auf den Deal einigen. Sprich einfach nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Und Jesus hört das und Jesus feiert diesen Heiden und sagt, hey, so ein Glauben wie bei dem Mann habe ich noch nirgendwo gefunden hier in Israel. Was feiert Jesus? Dieser römische Hauptmann erklärt am Ende seine mutigen Sprüche und sagt, Gott, ich habe was verstanden, nämlich, wenn jemand Autorität hat, dann spricht er, und die Dinge werden umgesetzt. Und Jesus, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich Gott in Menschengestalt. Dann sehe ich den Schöpfer von Himmel und Erde. Dann sehe ich den, dem alle Dinge möglich sind. Jesus, du sprichst ein Wort, reicht. Und alle Mächte, auch die Krankheitsmächte, müssen dir gehorchen. Hey, das ist Glaube. Glaube weiß, wer Gott ist. Glaube weiß, was Gott tun will. Und Glaube legt sich fest und sagt, mit diesem Herrn geschirre ich. Wow. Hey, du darfst an diesen großartigen Gott glauben. Du darfst daran glauben, dass ein Wort ausreicht, auch für deine Situation heute. Und während du das hörst, kommt der Heilige Geist und erinnerte dich an eine Aussage, an eine Verheißung, an eine Zusage Gottes. Nimm die in deinen Geist, nimm sie ganz fest in dein Herz und sag, Herr, das ist mein Wort. Hier erlebe ich, wie eine Offenbarung zu mir kommt. Hier spüre ich, wie mein Herz anfängt zu brennen, weil du zu mir redest. Und das ist immer, wenn Gott kommt. Dann erweckt er uns, dann brennt unser Herz, dann erleben wir, wie etwas lebendig in uns wird. Wow, Jesus hatte das für diesen römischen Hauptmann. Und dann heißt es in Vers 13, und der Diener wurde in derselben Stunde geheilt. Nicht langwierige Prozesse, jetzt und plötzlich. Und dann war das Wunder da.
Ich glaube, dass während du heute zuhörst, dass Gott zu dir sagt, ich will jetzt und heute für dich etwas Großartiges machen. Lern mir neu zu vertrauen. Lern neu auf meinem Wort stehen zu bleiben. Und dann wirst du sehen, wie ich für dich das Wunder freisetze. Wie ich dich raushole aus deiner Schuldenkrise. Wie ich dich raushole aus deiner Depression. Wie ich dich raushole aus deiner Hoffnungslosigkeit. Wie ich wirklich Sucht, Befreiung jetzt für dich freisetze. Halleluja. Ich habe mich gefragt, können wir uns auf dieses plötzliche Eingreifen Gottes vorbereiten? Und mir kam diese Stelle in Apostelgeschichte 16, wo Paulus und Silas in dem Dienst für den Herrn furchtbar Prügel bezogen haben, dann ins Gefängnis gesteckt wurden. Und am Ende sollten sie da verrotten. Aber diese beiden Männer Gottes, um Mitternacht heißt es, haben sie sich ermannt, sind sie in ihrem Herz, in ihrem Geist aufgestanden. Und dann heißt es, sie fingen an, den Herrn zu preisen. Sie fingen an, den Sieg Gottes auszurufen. Sie begannen, Gott groß zu machen, mitten in der Dunkelheit. Und plötzlich heißt es, plötzlich, Halleluja für plötzlich, der Himmel interveniert. Ein großes Erdbeben geschieht, die Fesseln fallen ab, die Türen werden aus den Angeln gesprengt und die Gefangenen sind frei. Ich soll dir das sagen, heute mitten in deiner Dunkelheit, mitten in deiner Ausweglosigkeit, fang an, den Herrn zu preisen. Das Erdbeben Gottes, das Wunder Gottes steht schon bereit, der Durchbruch ist schon da. Was der Herr braucht, ist dein glaubensvolles ihn anbeten, ihm die Ehre geben, ihn groß machen. Nicht dem Teufel die Ehre geben, nicht den Umständen die Ehre geben, nicht der Menschenfurcht die Ehre geben, sondern Gott die Ehre geben. Ihn an die erste Position. Hey, das ist Erweckung, wenn Gott wieder die erste Position hat. Und wir sagen, Herr, es ist uns ganz egal. Dein Wort ist die Wahrheit, dein Wort bleibt die Wahrheit und du erfüllst, was du verheißen hast, jetzt und heute für mich. Das ist mein Gebet und mein Wunsch für dich heute. Der Herr ist mit dir, der Durchbruch steht vor der Tür, das Wunder ist unterwegs. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.